Mein Name ist Kai Schächtele, ich bin Journalist hier in Berlin. Und wenn ich davon erzählen soll, was man in Berlin schützen muss, dann ist das genau so ein Raum, an dem wir gerade stehen. Und ich sitze auch drauf. Das hier ist eine Bank, die haben Kollegen von uns, Architekten, im Rahmen eines Workshops gebaut, an einem Ort, an dem man so eine Bank eigentlich nicht aufbauen darf. Und als die stand, haben die uns erzählt, dass sie sicher sind, dass die keine 2 Wochen stehen bleiben würde. Jetzt steht die immer noch hier, seit über einem halben Jahr. Ist für mich einer der liebsten Orte Berlins, wo ich jeden Morgen hingehe und meinen Kaffee trinke, wenn ich zur Arbeit komme. Und genau solche Refugien, solche Räume, an denen man sich nicht nur aufhalten, sondern auch seine Kreativität ausleben kann, die muss man schützen in Berlin. Weil die werden immer weniger. Wir sind hier direkt an der Spree. Und da den Flusslauf runter gibt es zum Beispiel so ein Haus direkt am Wasser. Das könnte genauso in jeder Metropole auf der Welt stehen. Mit großen Glasfronten und Möbeln dahinter, die man auch überall sieht. Und das ist das, was man uns so verkaufen möchte als das postmoderne, urbane Leben. Das könnte es aber genauso in Sydney oder in Los Angeles oder wo auch immer geben. Und wenn es also darum geht, was wir erkämpfen müssen, dann den Raum, der uns möglichst weit entfernt hält von Leuten, die sowas für urban und modern halten, uns dann nur solche Häuser bescheren, wie das da hinten, die Spree runter. Und wenn es darum geht, was man in Berlin abschaffen sollte, dann finde ich, ist es gerade in der heutigen Zeit, wo wir über Klimawandel sprechen, darüber, dass die Städte immer voller werden, weil die Menschen in die Städte strömen, dass wir uns an alten, traditionellen Verhaltens- und Denkmustern festkrallen. Man merkt das zum Beispiel in Berlin im Verkehr sehr deutlich, wo es schon längst eine Neuverteilung des Raumes geben müsste, weil es viel mehr Fahrradfahrer gibt als noch vor 10 Jahren. Und trotzdem werden fast alle Entscheidungen in der Politik immer noch so getroffen, dass die Autofahrer Vorrang haben. Und wenn wir das nicht bald hinter uns lassen, dann kriegen wir weder den Klimawandel in den Griff noch ein schönes, urbanes Leben in einer Stadt wie Berlin.